sind wir hier? An der am Saronischen Golf und hinter uns sind die Saronischen Inseln. Oh, gut. Und unter uns im Meer ist die versunkene alte Stadt Epitalos. Genau. Ja, und die haben wir uns jetzt gerade auch mal aus der Luft umgeschaut. Ja, weil Schnorcheln heute. Oh, schade. Ja. Wir haben auch ich gar muss, glaube ich, hier nochmal noch her mit einer Schnorchelausrüstung, weil ja, das ist gar nicht weiter drin. Und wer kann das alles wirklich da mit da, ja, 100 Meter rausschwimmen und dann hat man es direkt unter sich mit Taucherbrille und Schnorchel, ist das ein, glaube ich, auch ein tolles Erlebnis. Wobei jetzt aus der Luft zu sehen, das im Ganzen war ist natürlich auch, toll, auch, ne? Schön. Ja. Aber ja, ihr seht es ja. Alten Amphitheater von Epidaurus, von der versunkenen Stadt, damals Epidaurus. Ist zwar dauerhaft geschlossen, weil wahrscheinlich gerade restauriert wird. Noch ausgegraben, konserviert und restauriert steht da. Das ist noch nicht fertig abgeschlossen. Ja. Aber durchaus. Die Besucher können außenrum durch ihre eigene Verantwortung. So, dann gehen wir mal außenrum, ne? Auf eigene Verantwortung. Genau. So soll es dann irgendwann aussehen, wenn es fertig ist. Und das war mal so und wird wieder so. Genau. Das ist ganz schön groß da, das Areal. Ja. Waren auch Tempelanlagen. Ich denke, da drüben ist schon wieder das Meer, oder? Ja, wieder eine kleine Bergwanderung hier rauf
Old Epidaurus Pfad, der uns zu irgendeinem Aussichtspunkt führt, denke ich. Eine Gedenkstätte, denke ich auch, hier. Das Ganze ist ja bei einem Erdbeben zerstört worden und eben Teile davon ins Meer gespült, da unten. So, da schauen wir jetzt mal runter, wo wir gerade waren. Ja, man kann von hier nicht ganz hingucken. Genau da, in der nächsten Bucht, nicht in dieser, sondern da waren wir gerade und haben die Drohnenaufnahmen gemacht. Von hier sieht man natürlich nichts, aber das Ganze hier, ja, gehört sicherlich zu dem Old Epidaurus und zerstört worden. Ja. Ne? Hat sich doch trotzdem gelohnt, der kleine Aufstieg hier. Und da rechts unter uns ist dieses kleine Amphitheater. Also da hinten kannst du nicht. Ne. Ziemlich im Zentrum von Epidaurus im Alten, auf dem Weg unterwegs zum Hafen. Wenn wir den kurz anschauen. Epidaurus und da in dem Café hier, Restaurant, sind wir jetzt mal eingekehrt. Epidaurus Camping Bekas hat geschlossen. Und dann gibt es ja noch ein Camping. Aha, hier ist scheinbar offen. Camping Vardelis. Aber ich denke, da ist auch nichts mehr. So wie es ausschaut. Jetzt umkehren. Ja, hier bei der versunkenen Stadt Epidaurus bin ich jetzt. Und da gibt es eben mehrere Campingplätze. Auf einem davon bin ich jetzt, habt ihr ja gesehen. Ja, eigentlich sehr schön. Aber schon zu. Naja, gut. Kleiner Überblick, schöne Plätze. Glaube ich, nicht sehr groß. Camping Nikolaus. Camping Nikolas 2, so heißt er. Ja, schauen wir mal runter. Ja, hier die Einfahrt. Achse wird scheinbar akzeptiert. Das Tor ist auf, da fahre ich einfach mal rein. An der Rezeption ist niemand. Ja, fahre ich mal ein Stück weiter, ob ich noch was sehe. Aber ich denke, der hat auch schon. Da waren wir zu. Jetzt umkehren.
geht's zum Beach. Das Ganze liegt schon ein bisschen erhöht am Hang. So ein bisschen terrassenförmig angelegt. Traumhaftes Plätzchen. Ja, schöner Platz. Und so wie es aussieht, ganzjährig geöffnet. Allerdings die Infrastruktur ist auch nicht mehr gegeben. So wie zum Beispiel Taverne oder der Pool. Aber hier in dieser Bucht, in der diese versunkene Stadt Epidaurus liegt, super schön gelegen. Schauen wir mal schnell noch da rein. Ja, na gut. Ganz einfach gehalten, aber so wie es ausschaut, sauber. Und wie gesagt, ganzjährig nutzbar. Das ist ja schon mal schön. So, naja, dann haben wir das Ganze auch gesehen. Bei nächster Möglichkeit rechts. So, jetzt bin ich hier am Beach am Strand. Hier nochmal der Camping. Oh, muss ich nochmal gucken. Einer von den beiden, der auch geschlossen hat. Blick zurück zu dem geöffneten Campingplatz. Ich würde mal sagen, eine Traumbucht. Und der Ort Epidaurus. Der neue Ort, der ist hier ungefähr, naja, man sieht es von hier. Die wunderschöne Bucht bei Vivari. Hier. Ja, die Stege zu dem Boden sind abenteuerlich mit Paletten und ja, aber hier viele Segelboote. In der Bucht ist ja super geschützt. Ja, das könnte man jetzt schon auch gut vorstellen mit Boot, ne? Hier mit unserem kleinen Schiffchen hier liegen. Mit dem Außenborder und Beiboot rausfahren. Zum Einkaufen, zum Essen gehen. Ja, das sind noch Bojen frei. Kleine Fischerhafen auch und hier gibt es auch ein paar schöne Lokale direkt am Wasser. Waren wir auch schon einkehren. Wir haben jetzt natürlich auch nur noch teilweise auf. Hier sitzt man direkt am Wasser. Zum Essen. Naja, geht's bald nicht mehr. Sonst sitzt man im Wasser. Ja, das scheint hier noch auf zu sein. Schon ein Blick auf den Campingplatz, der gleich kommt. Den wir ja schon mal vorgestellt haben. Lefka. Da waren wir schon drin, genau. Wer es anschauen will,
den Film vor 2 Jahren anschauen. So, hier geht's runter. Und nochmal schnell am Blick hier über die Terrasse hier nach unten werfen. Rezeption hier. Und ich glaube, hier viel ist auch nicht mehr los, aber es stehen noch welche unten. Man sieht's. Toller Blick. Ganz weit im Hintergrund der Zuckerhut, die Spitze. Ganz markant. Vivari und dahinter Trepano. Wir sind jetzt abgebogen von der Hauptstraße Richtung Iria. Da geht es zu einer Bucht, die wir uns mal anschauen wollen. Ich glaube, da kann man auch stehen. Ist aber oben auch ein No-Camping-Schild. Hier der tolle Blick auch wieder in die Richtung da drüben Tolo. Und da hinten der Zuckerhut mit Asini drunter. Genau, noch Trepano. Trepano und Vivari. Genau. Also diese ganze Seite hier ist von hier aus zu sehen. Ja. Da unten bin ich schon von unserem Camping mit dem Stand-Up außenrum und hier zu dieser Bucht runter. Das ist schon auch ein ganz schönes Stück. Ja. Da muss das Wetter auch passen, wenn man sowas macht. Die Straße, die hier ein bisschen ja, serpentinenartig sich nach unten zieht. Und da sieht man es hier schon stehen. Da fahren wir jetzt mal runter. Ja, jetzt sind wir herunter hier. Also man sieht es, stehen natürlich welche da. Jetzt in der Nebensaison sicher kein Problem, in der Winterzeit, in der Herbstzeit. Aber im Sommer ist das natürlich eine gut besuchte Badebucht. Weiß nicht, wie es da ist. Schaut toll aus. Und so Strandtoiletten. Hotelanlage. Kasel. Candias Kasel. So, da geht's Richtung Iria Beach und Iria Camping und da muss auch der Poseidon Camping kommen. Jetzt zum Poseidon Camping und Bungalows. Waren wir letztes Jahr, vorletztes Jahr auch schon mal drin. Er hat auch im Winter nicht auf. Iria Beach Camping. Naja, da fahren wir halt mal rein. Mal schauen, was sich da getan hat. Genau, sanitär neu. Das war damals ja noch vor 2 Jahren ein bisschen im Umbau. Und ja, das schaut jetzt doch gut aus. Wenn man das so sieht.
renoviert. Und hier Waschmaschinen und so weiter. Soweit ich das gesehen habe, sind wir im Zentrum von Iria. Hier, der, ja, denke mal, Hauptplatz, Marktplatz. Und hier so eine kleine Taverne für einen Imbiss. Ein Crepe essen wir hier und einen Radler. Sind immerhin jetzt schon wieder 20 Kilometer Rad gefahren. Und ja, Wetter bombig, würde ich sagen. Noch. Da sitzt man schön. Hier ein riesen Gemüseanbaugebiet. Viele Salate und ja. Eine Menge, was wir gar nicht wissen, was da wächst, genau. Das hier zum Beispiel, ne? Ich bin ganz viel angebaut, ja. Aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja. Also, ich weiß, vielleicht kann das ja jemand beantworten. Das wäre schön, in die Kommentare schreiben. Das Schöne am Radfahren ist das Runterfahren. Solche Abfahrten mit solchen Ausblick. Sind wir hier in einer Uso-Destille und da dürfen wir tatsächlich auch einmal hier in die Produktion reinschauen. Daneben gehen wir da mal rein. Ja, da wird er produziert. Hier die heiligen Uso-Hallen, würde ich sagen. 1869. Seit 1869. Da hinten steht auch der Name. Ich kann jetzt Caroni oder so ähnlich. Ja. Da riecht es auch nach Caronis, da steht. Schau, Caronis. Ah ja, da oben. Caronis Distiller. Rie. Und für alle haben. Ja. Dann wird er wahrscheinlich verschickt in alle Welt, ne? Hier, edle Uso-Sorten, eine Vitrine und ein Film, der hier so ein bisschen die Produktion zeigt. War auch schon hier und 235 so um diese Zeit hier und so weit zurück gibt es auch hier die Chronik. Diese Destilliermaschinen sind von 1881. Da steht es drauf, Paris, 1881.
So. Getrockneten Anis. Insgesamt werden hier 35.000 Liter. Produkt. Wenn wir ein bisschen was mitnehmen, ne? Von dem guten Getränk. Genau. Viktoria Rebecca. Schöner Abend hier im Schneckenhaus. Es wird kühl. Heute gehen wir nicht mehr raus. Auch hier im Süden geht der Sonne die Kraft ein bisschen aus. Unser Wohnmo ist ein gemütliches Zuhause.